Schalömchen, Freunde! Schalömchen, meine lieben Freunde, wir sind hier immer noch auf unserem Ultra-Steigungshügel. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Das war echt, hätte ich nicht gedacht. Ja. War überraschend. Und ja, wir sind hier noch in unserem Review. Und zu unserem Review gehört es auch, gucken, wie sich so ein Ding in der Stadt verhält. Ob das irgendwie zu sperrig ist oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Und da dachten wir, jo, wir sind noch nie mit dem Isco durch die Stadt gefahren, irgendwie in unseren ganzen Jahren. Das machen wir jetzt mal. Und dann zeigen wir euch mal, wie man in der Stadt fährt, ohne zu blocken, zu nerven oder... Wie man richtig blinkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Knöpfe falsch rum sind. Ich weiß nicht. Also irgendwie hätte ich das lieber gehabt, wenn hier unten nach links und oben nach rechts ist. Ich weiß nicht warum. Freunde, wir sind ja noch in einem Park und wir fahren jetzt mal in the city. In the park, in the city. In the city fahren wir jetzt mal. Ich musste leider die Helmkamera aufhaben, da ich Hand Freunde, raushalten muss, ja, weil ich habe keinen Blinker. Ich habe den Blinker. Und blink mal. Blinkst du jetzt nach links? Ja. Freunde, eigentlich hätten wir ja wieder zwei Kameras, aber ich habe die Halterung für die Action 2 leider zu Hause vergessen. Deswegen haben wir nur eine Kamera. Entschuldigt dies bitte. Ja. Und ja. Und jetzt fangen wir hier an. Genau. Wenn wir jetzt hier mal so gucken, Freunde, hier ist jetzt Straße, da vorne ist übelst lauter Vögel. Und wir wollen jetzt quasi hier rüber und müssen nach da fahren, Richtung Innenstadt. Man muss natürlich immer aufpassen. Ich sag mal so, Auto kommt. Man darf in Isco schon mit ab 14 fahren. Und da gibt es auch keine Instruktionen, wie man sowas macht. Genau. Also wir fahren hier aus der Parklücke raus. Einmal blinken bitte. Ja, am Blinken wir natürlich links, Freunde. Links, rechts gucken. Lassen kurz den Mopedfahrer hier durch mit seinem E-Bike. Ist kein doch, ist ein E-Bike, der schneller ist als wir. Aber ja, der wird Gas gibt. Dann kommt da noch ein Auto, den müssen wir auch noch eben durchlassen. Blinker ist gesetzt. Blinker ist immer noch gesetzt. Ich weiß nicht, ob der von alleine wieder aufhört. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich lasse den jetzt einfach mal jetzt an. Jetzt leg nochmal links, rechts gucken und dann fahren wir. So, Freunde, jetzt haben wir natürlich hier ein Fahrradweg. Den Hund um. Da müssen wir mal kurz bremsen. Geh ich mal Blinker wieder aus. Da wir als Fahrradfahrer gelten, als E-Scooter, müssen wir auch am Fahrradweg fahren. Aber nur manchmal. Jetzt wird es nicht gleich wieder dämlich. Tatsächlich. Also, natürlich fährt man hintereinander. Vielleicht macht man das nicht immer. Wenn man nebeneinander fahren kann, machen wir das auch manchmal. Ist aber eigentlich natürlich verboten. Weiß jeder, macht trotzdem eigentlich keiner. Jetzt haben wir hier eine Spielstraße, da dürfen wir leider nur 6 km/h fahren. Jo. Schrittgeschwindigkeit, ich sag mal, ersten Gang rollen lassen. Jetzt sind wir wieder aus der Spielstraße raus und dürfen wieder 100 km/h fahren. Das war wieder 100 km/h. Lustigerweise dürfen wir theoretisch unsere E-Scooter nicht durch die Fußgängerzone schieben. Jetzt sind wir auch quasi schon hier direkt in der Innenstadt. Wir müssen fairerweise sagen, es ist Sonntag, da ist nicht so viel los. Und auf dieser Straße hätte ich jetzt lieber den Fritz. Wir dürfen leider nicht nebeneinander fahren. Ist nicht erlaubt in Deutschland. Leider nicht. Ich sag mal, wenn ihr im Arsch der Welt seid, juckt es natürlich keinen. Aber wir wollten heute ja vernünftig fahren. Und das machen wir natürlich. Und dazu gehört natürlich auch, sich an geltende Gesetze zu halten. So, hier ist rechts vor links. Da bremsen wir rechts natürlich rechts vor links. Und lassen den Bus durch. Ja, der will uns aber durchlassen. Hätte er nicht machen müssen, aber immer nicht. Jetzt haben wir hier wieder eine Spielstraße, hier dürfen wir nur 6 km/h fahren. Ja, hier dürfen wir nur 6 fahren. Das ist gar nicht einfach mit dem Paul, der will direkt schnell fahren. Da fährt der E-Scooter-Fahrer schon auf dem Bürgersteig, das ist eigentlich nicht erlaubt. Ja, müssen wir leider melden gehen. Müssen wir leider Kennzeichen aufschreiben. Ja, direkt wird sofort gemeldet. 50.000 Euro Strafe. Ja, der kommt in den Knast, der wird nicht mehr glücklich. Ich weiß gar nicht, ob hier Fahrrad erlaubt ist bis Sonntag, Samstag. Müsst ihr mal auf dem Schild sehen. Können wir mal kurz hier mal anhalten. So, Freunde, wenn wir anhalten, dann müssen wir natürlich blinken. Aber ist nicht. Freiheit nur von 21 bis 9 Uhr. Ja, und jetzt kommt das Lustige, wo ich auch nochmal drauf hinaus wollte. Ich habe mitgekriegt, es gibt ja bei E-Scooter Sachen viele Gesetze, die Sinn machen und viele Gesetze, die kompletter Schwachsinn sind. Auf der einen Seite ist das hier ein Fahrrad, auf der anderen Seite ist das hier ein Auto. Kraftfahrzeug. Vom Gesetz her. Ja. Und wir haben jetzt schon öfter in den Kommentaren und so zu Ohren bekommen, dass Leute auf den Sack gekriegt haben, weil sie einen E-Scooter jetzt hier beispielsweise durch die Fußgängerzone geschoben haben. Das ist natürlich und Schwachsinn. Da muss man sich natürlich fragen. Vor allem, die fahren die alle mit Fahrrad lang. Ich sag da auch nichts zu. Ne? Nein. Sollen sie machen, ist vielleicht erlaubt, aber finde ich das hier nicht gefährlich. Wenn das jetzt Hochbetrieb ist. Ja, dann macht das aber meistens keiner, weil dann bist du da runtergeklatscht. Also dann hast du hier die Alpha Allmanns, die boxen nicht hier runter. Was ich aber wirklich halt dämlich finde, ist, dass teilweise E-Scooter als Fahrrad gilt. Und teilweise halt nicht. Und wir sind jetzt hier einfach in der Stadt. Wo wäre jetzt das Scheißproblem, wenn ich mich jetzt neben dieses Ding stelle und das da hinschiebe? Ja. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass... Das sagt auch keiner. Das ist auch so wieder so ein Gesetz. Was? Wir haben das schon mal mit Mofa auf Fahrradweg fahren, ja, was auch verboten ist, was aber alle okay finden. Aber wie gesagt, wir haben schon einige Kommentare jetzt in der Zwischenzeit mal gehabt, wo Leute deswegen, weiß nicht, 15 € bezahlen mussten. Und da denke ich mir auch so, jo,
Warum? Ja, einfach dumm. Ja, müssen wir mal einer erklären, warum das jetzt nicht erlaubt ist, dass ich jetzt mit dem Scooter, dass ich den jetzt hier durchschiebe und da hinten noch irgendwo abstelle. Naja. Weil es halt eine Fußgängerzone ist. Ja, ja, aber Fahrräder dürfen hier auch durchgeschoben werden. Ja, ja. Aber keine E-Scooter. Ja, dann ist halt wieder nicht das Gleiche. Das ist maximal dämlich. Ist tatsächlich eigentlich ein Kraftfahrzeug, deswegen müssen wir auch einen Schulterblick machen. Genau, das ist es. Das ist halt ziemlich, ich meine, es ist natürlich vernünftig, einen Schulterblick zu machen, aber diese Gesetze in Deutschland sind halt nicht vernünftig. Diese Tatsache, dass das Ding manchmal ein Kraftfahrzeug ist, manchmal ist es ein Fahrrad, ist einfach, es ist immer halt zum Negativen ausgelegt. Und das ist halt die Sache, die, weiß nicht. Und ihr seht vielleicht schon, dass wir das hier ein bisschen überspitzt ernst nehmen. Jetzt müssen wir links. Das ist das Schild, was du meinst. Ja, genau. So, hier haben wir links. Jetzt könnte man ja meinen, lassen wir erstmal den Typen da durch. Jetzt könnten wir ja meinen, Freunde, oh, guck mal hier, Fahrräder frei, hier ist gesperrt, wir sind ja ein Fahrrad. Wir blocken alle. Der steht hier. Ich block nur der, wir blocken gar nicht. Wisst ihr, die erkennen uns auch als Fahrräder, sag ich mal. Ja. Soll ich kurz stehen bleiben? Ja, hier dürfen wir nicht weiter. Ja, wir dürfen nicht weiterfahren, weil hier ist nur Fahrräder frei. Und wir haben ein Kraftfahrzeug. Da sind wir jetzt auch wieder beim Thema, das kann mir jetzt mal auch mal einer erklären. Was soll das? Also das ist ja wirklich wieder maximaler Schwachsinn. Ne? Also wenn ich jetzt durchfahren würde, hätte ich eine Straftat getan. Klasse. Ne, erst ab der Linie da, glaube ich. Na Freunde, aber ihr seht, worauf wir hinaus wollen. Es ist gar nicht so einfach, mit so einem Ding alles richtig zu machen. Wenn ihr alles richtig macht, beschweren sich teilweise die Leute, dass ihr im Weg seid. Ihr werdet angehubt, ihr werdet teilweise... Haben wir auch gesehen, wir haben uns hier in der Mitte eingeordnet, was noch richtig ist. Und er hat uns trotzdem durchfahren lassen. Ja, weil er einfach so, ja komm, weg mit denen, weg mit ja, denen. Die machen gleich irgendwas Unvorhergesehenes und fahren mir vor die Karre. Ich kann es verstehen, weil die Leute ab 14 km/h, wieso sag ich immer km/h, Alter? Ich vielleicht dämlich. 14 Jahre mit dem Scootern fahren dürfen und die haben noch keinen Führerschein oder die haben sich auch nicht an geltende Gesetze überhaupt orientiert oder wissen auch nicht, wie die jetzt genau fahren sollen. Ja, deswegen machen wir vielleicht das Video, wir fahren auch gleich noch ein bisschen weiter und das sind nur die markanten Punkte. Also ja, ich finde es schwachsinnig. Natürlich ist das schwachsinnig. So Freunde, und jetzt haben wir hier wieder das Szenario, dass wir hier auf Straße fahren müssen, hintereinander. Und es gibt keine Möglichkeit, ein Auto uns zu überholen. Was bedeutet, dass wenn uns ein Auto überholt, ist immer gefährlich, dass er vermutlich extrem knapp an uns vorbeifährt. So, das ist halt, eine ganz witzige Geschichte. Weil so passieren halt auch ziemlich viele Unfälle. Fahren wir mal geradeaus. Ja, ja. Die waren auch grün. Das ist immer so eine gefährliche Situation. Man will dann alles richtig machen, man fährt auf der Straße, aber die Straße ist dann so eng und die Autos haben keinen Bock zu warten, dass die schon fast platt fahren. Genau das ist das, weil die unbedingt noch vorbei wollen. Das Video hier soll jetzt nicht euch zeigen, wie ihr euch richtig im Straßenverkehr zu verhalten habt. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, sind wir hier nicht hundertprozentig von überzeugt, was wir hier machen. Ich sag mal, auch, das ist auch irgendwie so ein Video, sind alle Gesetze... Genau darum geht es nämlich. Daran erkennt man, an dieser ganzen Scheiße, die wir hier gerade abziehen, erkennt man, dass sich doch keiner wirklich da jemals mit befasst hat. Ja, ist auch so. Jetzt kommt gerade ein Auto von hinten. Ich weiß. Und ich will jetzt hier aber links abbiegen. Das heißt, ich block den jetzt unnormal. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. Ich muss Hand raushalten. Niklas muss blinken, Schulterblick. Und dann fährt er uns auch noch hinterher, glaube ich. Ja. Ja, hier kann er nicht woanders hin. Und Johnny Hand ist auch hier. Ich hab dir keinen besseren Platz gefunden haben als den hier. Ich meine, ja, von mir auch. So. Mitten auf dem Kirchplatz. Ja. Also wir machen auch einen Kirchplatz, aber er ist nicht so belebt. Ja, das ist jetzt halt wieder so ein Punkt. Ich denke, das Video geht an der Stelle lang genug. Wir wollten euch einfach mal ein bisschen vor Augen führen, dass sich da doch niemals einer wirklich ernsthaft Gedanken drum gemacht hat. Da wurden doch einfach nur Gesetze über den Haufen geschmissen und nach dem Motto, okay, wenn das Ding dann unter irgendwelchen Alkoholbedingungen als Fahrzeug gilt, als Auto, dann müsste ja theoretisch dann auch in Fußgängerzonen verboten sein. Ja. Das heißt quasi, das sind keine Gesetze, das sind so Gesetzesketten, die entstehen. Weil eine Sache auf die andere schlussfolgern lässt. Das wiederum ist halt wieder maximal alles nur theoretisch. Und ich kann euch garantieren, dass keiner von den Leuten, die irgendwas mit der Gesetzgebung für diese Fahrzeuge zu tun hat, jemals mit einem solchen Fahrzeug in der Stadt gewesen ist. Ich glaube echt, man müsste die E-Scooter mit Fahrrädern gleichsetzen. Wie in Österreich. Dann gäbe es diese ganzen schwachsinnigen Probleme nicht. Ja. Und ich meine, was ich auch noch sagen muss, warum kann man das nicht durch die Fußgängerzone schieben? Was soll der Mist? Ja. Sehe ich auch so. Das heißt, E-Scooter mit Fahrrädern gleichsetzen, 25 km/h. Und wenn man schneller fahren möchte,
sollte man einen Führerschein machen. Ja. Dann aber natürlich auch nur E-Scooter, die dafür ausgelegt sind, schneller zu fahren, bis zu, sagen wir mal, 40 km/h. Und das wäre die optimalste Regelung, um die E-Scooter hier vernünftig unterzubringen. Die natürlich die 40 km/h fahren, die müssen natürlich auf die Straße fahren. Ja, klar. Ist ja logisch. So, Freunde, wir sind es beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, die Message des Videos müsst ihr nicht so unbedingt zu ernst nehmen. Da war jetzt unbedingt zu ernst gemeint. Aber anscheinend meinen die das ja ernst, weil sonst würden die ja nicht solche Gesetze machen. Ne? Ja, die Strafen sind ein bisschen wieder krass. Ne? Wenn die keine richtig geschriebenen Gesetze haben und trotzdem dann Strafe kriegen, ist doch... Ja, das ist halt, keiner weiß ungefähr, was gemacht Sache ist. Einerseits ist das hier ein Auto, andererseits ist das kein Auto. Das ist ein Kraftfahrzeug. Ja, ist einfach nur dämlich. Klein Kraftfahrzeug. Es ist einfach nur dämlich, Freunde. Und mit diesen dämlichen Worten verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen dämlichen Tag. Nein, das wünschen wir euch nicht, aber dann ciao. Ciao.